Lilo, heute ein Video vom Xubuntu Desktop. Habe ich mir mal installiert auf eine separate Partition meiner Festplatte. Minus A. Wir sind hier, ne? Wir haben Kernel 3.13.0.24 unter Xubuntu. 64-Bit-Version habe ich gewählt. LSB Release minus A. Ubuntu 14.04 LTS, ne? Also ein Trusty Tar. Nur jetzt mit XFCE 4 Desktop, ne? Ein leichtgewichtiger Desktop. Eine gute Alternative zum Unity Desktop. Gut, was haben wir da gemacht? Der sieht normalerweise nicht ganz so aus, ne? Da habe ich schon so ein bisschen wieder mit rumgebastelt. Was einem zum Beispiel auffällt, ist Rechtsklick. Man kann wieder Starter erstellen. Man kann wieder einen Starter erstellen. Zum Beispiel H-Top, ne? Kommentar, Befehl H-Top. Sofern man das Programm denn installiert hat und könnte das dann mit dem entsprechenden Starter versehen, ne? Dass ich dann einen Starter auf dem Desktop habe, Doppelklick und das Ding würde sich starten. Gut. Löschen. Normalerweise sind auf dem Desktop schon Symbole drauf, die gefielen mir nicht, die brauchte ich nicht. Die wollte ich lieber in der Leiste, in dem Panel haben. So, und zwar kann man Folgendes machen: Schreibtischeinstellungen. Da sieht man erstmal die Hintergrundbildchen, die man sich auswählen kann. Und da hat man auch die Symbole, die auf dem Schreibtisch erscheinen sollen. Die waren vorher hier eingestellt. Das gefiel mir gar nicht. Habe ich weggeklickt. Fort. Jetzt müsste ich natürlich zum Beispiel meinen Papierkorb wieder haben. Zum Beispiel hier drauf ist mir jetzt mein Papierkorb. Hier habe ich das wieder gemacht. Ihr seht hier ein viereckiges Symbol, grau mit blau und weiß. Da steht alle Einstellungen, wenn man mit der Maus einen Moment drüber bleibt. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt für unsere Einstellung. So, und da haben wir zum Beispiel auch die Leiste. Ich mache das mal ein bisschen kleiner, sonst wirkt das ein bisschen übertrieben groß. Apropos groß, die Höhe habe ich mir eingestellt auf 50 Pixel, damit das hier im Video besser zu erkennen ist. So, Modus horizontal, vertikal lesbar. Aber es ist keine Möglichkeit, sehe ich zumindest nicht, die Leiste nach unten zu schieben. Das musste ich mir hinterher anders einstellen, zeige ich euch noch. Objekte, habe ich Objekte hinzugefügt. Zum Beispiel wollte ich ja meinen Papierkorb wieder haben. Papierkorb Applet. Hinzufügen erscheint das Ding da. Oder Orte, ne? Meinen persönlichen Ordner hinzufügen. Fertig. Systemauslastung. Ich habe gewählt CPU-Graph. Ja, das ist das Ding hier, ne? Dass ich sehen kann, was da so los ist auf meiner CPU, wie sehr die ausgelastet ist. Ein Arbeitsflächenumschalter wollte ich gerne wieder haben. Hier zeichne ich zum Beispiel gerade auf mit Record My Desktop. Kann ich umschalten. Finde ich nett. So, und dann wollte ich noch einen Netzwerkmonitor haben, dass ich sehe, was ist an meiner Netzwerkschnittstelle gerade los? Wie viel geht über die Schnittstelle ET0 zum Beispiel rein oder raus? Wie gesagt, Papierkorb. Und ihr könnt noch viele andere Sachen hinzufügen. Ich schließe das mal. Ich habe das ja schon gemacht. Ja, gut, alle Einstellungen. Wie komme ich denn dahin, dass die Leiste da unten ist, ne? Das habe ich so nicht gefunden. Mit dem Einstellungseditor, ne? Das ist so eine Art, ja, Systemregistrierung. Für Arme, ne? Da habe ich das XFCE-Panel, was nichts anderes ist als die Leiste. Habe ich den Wert Position gefunden. Der steht standardmäßig hier auf 6. 6. Dann ist die Leiste oben. So habt ihr es wahrscheinlich vorgefunden. Position 7 wäre in der Mitte. Bisschen doof. Position 8 ist unten. Gut. Sehr schön, schon mal das Ding unten. Mehr brauchte ich am Einstellungseditor gar nicht. Fummeln, prima. Aktualisieren könnt ihr übrigens hier, ne, wenn ihr das frisch aufgesetzt habt, mal Aktualisierungsverwaltung starten. Nvidia habe ich mittlerweile die zusätzlichen Treiber installiert, damit ich meinen Original-Grafikkartentreiber habe. Anstelle des Xorg Nuvo-Treibers. Der ist quelloffen, ne? Der wird eigentlich bevorzugt. Ich habe mich aber für den proprietären entschieden, weil normalerweise der schneller ist. Ne? Schließlich. NVIDIA X-Server Settings kann ich dann machen. Ne? Sehe da meine Konfiguration und kann da mehr Einstellungen machen. Finde ich besser, läuft normalerweise auch
Schneller, finde ich gut. Gut, Schreibtischeinstellungen kann man wie gesagt auch hier rüber erhalten. Mit aller Einstellungen kommt man wieder zurück. Finde ich sehr schön. Light Locker Einstellung, Locker Light. So, da kann man einen Bildschirm schoner, den man an- und ausschalten kann. Softwareaktualisierung kann man hier rüber erreichen. Und so weiter und so fort. Erscheinungsbild hat man noch mehr Einstellungsmöglichkeiten, sich ein anderes Desktop-Thema auszusuchen, andere Symbole und so weiter. Das kann man da einstellen. So, hier unten, wie gesagt, habe ich dann den CPU-Graph über die Eigenschaften noch so eingestellt, dass der im LED-Modus ist. LED-Modus, dann ist es so ein bisschen gekästelt. Die erste Farbe hellblau, damit das hier so hellblau erscheint. Die zweite Farbe dunkelblau für die Kästchen. Erweitert die Breite eingestellt, dass die größer ist. Hiermit kann man die Breite von diesem Fortschrittsbalken sehen. Und man sieht auch meine vier CPUs, wie die jeweils ausgelastet sind. Das finde ich ganz nett. Finde ich gut. Dann, das hier musste ich noch extra einstellen, den Netzwerkmonitor. Ich musste zumindest die Netzwerkschnittstelle angeben, welche er denn anzeigen soll. Bei mir war das ET0. Auch den angezeigten Text habe ich gleichgesetzt, mit den Farben noch rumgespielt, damit er schön leuchtet. Welche Netzwerkschnittstelle bei euch was ist, seht ihr in den Informationen eurer Netzwerkschnittstelle. Sehr schön. Gut. Dann, wie gesagt, wenn ihr hier noch was hinzufügen wollt, zum Beispiel den Dateimanager oder den Webbrowser oder ähnliches, könnt ihr das rüberziehen. Seht unten einen roten Strich und kann dann sagen Starte anlegen. Dann ist der Firefox direkt hier drauf. Sehr schön. Ne? Gut, den habe ich mir so eingestellt, dass er mit einer leeren Startseite anfängt. Ne? Kann man mit den Einstellungen dann einstellen. Allgemein leere Seite anstelle der Startseite anzuzeigen. Das kann man dann machen. Habe ich mir noch Adblock Pro installiert, die zusätzlichen Add-ons. Nun kann man sich da alles Mögliche anpassen noch bei dem Ding. Gut, brauche ich jetzt nicht erklären. Firefox kennt ihr ja. Was hatte ich noch? Ich hatte zum Beispiel ein Problem, meine OGV-Dateien, meine Videodateien anzuzeigen. Mir fehlten die Restricted Extras, die Codecs, zum Beispiel für Video. Ne? Habe ich mir nachinstalliert. Habe ich dann gemacht mit sudo Leerzeichen apt-get Leerzeichen install xubuntu-restricted-extras. Sudo apt-get install xubuntu restricted extras. Nachdem ihr das gemacht habt, müsst ihr zweimal Enter drücken und gegebenenfalls noch den Lizenzbedingungen mit Y wie Yes zustimmen. Dann habt ihr auch die Codecs. Dann habe ich mir anstelle von AbiWord habe ich mir noch, weil ich hier einen recht fixen Rechner habe, ne? Da ist nochmal AbiWord und Numerik drauf. Das ist mir alles zu sparsam. Ich hätte lieber ein richtiges LibreOffice. Habe ich mir nachinstalliert, kann man problemlos machen. Ich habe sudo apt-get purge gelöscht. Purge, ihr könnt es auch drauf lassen. AbiWord und Numerik. Die beiden habe ich gelöscht. Stattdessen habe ich mir installiert install LibreOffice, ne, das große Office. Hat man hier standardmäßig nicht drauf, weil Xubuntu auch oftmals auch auf sehr schwachbrüstigen PCs läuft. Dann LibreOffice war dann zunächst nicht auf Deutsch. Yes, so, also ich habe LibreOffice installiert, das Hauptpaket. Dann LibreOffice-help-de und nochmal LibreOffice-l10n-de und dann war das Ding auf Deutsch. Q wie quit. Nett. Und schon hatte ich hier LibreOffice zusätzlich noch drauf. Büro, LibreOffice, Writer zum Beispiel. LibreOffice wird dann aus den Ubuntu-Paketquellen von 14.04 genommen. Hier in der Version. Und zwar ist das die
233. Sehr schön. Hatte ich dann eine richtige schöne Version. Und das Pendant quasi zu Excel wäre LibreOffice Calc. Sieht man hier, Steuerungstaste, Rollrad nach vorne wird es größer. Finde ich gut, ne? Schöne, schöne, übersichtliche, gut erkennbare Zeichen, Buchstaben, Symbolchen. Sehr schön. Gut, was haben wir sonst noch? Das Terminal habe ich mir angepasst. Bearbeiten, Einstellungen mir gefiel. Zum Beispiel nicht, dass es nicht transparent war. Aussehen habe ich gesetzt auf von keiner auf transparenter Hintergrund auf 0,7. Hab mir die Größe angepasst auf 10 Zeilen. Und die Farben der Cursor war mir nicht gut genug zu sehen, habe ich mir hier ein hellblau ausgesucht. Sah das Ding schon mal besser aus. Gut. Titel habe ich mir dann eingestellt, dass The Recorder da steht. Das müsst ihr ja nicht unbedingt machen. Ist jetzt nur für meine YouTube-Videos. Was hatte ich sonst noch? Ich habe mir dann angeschaut den Dateimanager. Das ist der Thuna. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Hier auf das graue Ding mit Rechtsklick kann man gegebenenfalls auch wiederum, das war mir auch wieder viel zu viel Gedöns, kann man mit Häkchen seine Geräte, die man nicht sehen will, das habe ich nämlich schon gemacht, wieder ausblenden, die einen hier unter Xubuntu stören. Netzwerk durchsuchen brauche ich nicht, ne? Da geht es nur um das Windows-Netzwerk. Brauche ich nicht, hatte ich schön. Nur das, was ich wirklich brauche. Dann kann ich mal auf mein Linux-Mint-System oder mein Laufwerk X zugreifen. Dokumente. Jetzt sieht man immer schöne Vorschau. Hab mir den Editor, der hier Mauspad heißt. Mauspad, ne, ist kein G-Edit. Den habe ich mir noch ein bisschen angepasst, dass die Schrift ein bisschen größer war. Die war mir zu klein. Und hab mir dann noch eingestellt, dass ein Zeilenumbruch gemacht wird. Ne? Zeilenumbruch. Das hier, Record My Desktop, das war eine lange Zeile. Das wurde, musste ich immer hin und her rollen, wollte ich nicht. Zeilenumbruch. Und habe mir noch angezeigen lassen, die Zeilennummern. Ja, Zeilennummern. Jetzt sehe ich auch so, dass das eigentlich nur eine Zeile ist. Wunderbar. Klappt also alles. Primär, sehr schön. Xubuntu, finde ich gut. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss.